In dieser Videoanleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren 7Links 3-in-1 Dualband WLAN Repeater WLR 1100.AC erstmalig im Repeater-Modus einrichten, um damit die Reichweite Ihres vorhandenen WLANs zu vergrößern. Sie benötigen den mitgelieferten Repeater, ein bereits eingerichtetes 2,4 oder 5 GHz WLAN sowie ein beliebiges Gerät, welches auf das WLAN zugreifen kann und einen Browser installiert hat. Dies kann ein Mobiltelefon, ein Tablet, ein Notebook oder ein normaler PC sein. Schieben Sie den Modusschalter links am Gerät auf die mittlere Position Repeater und stecken Sie den Repeater in eine freie Steckdose. Schieben Sie den Ein-Aus-Schalter rechts am Gerät nach unten auf die Position On. Warten Sie etwa eine Minute, bis die Power-LED kontinuierlich leuchtet und die beiden LEDs für 2,4 und 5 GHz WLAN blinken. Suchen Sie im WLAN-Menü des Mobilgeräts oder Ihres WLAN-fähigen Computers nach dem Repeater-Netzwerk NX4378 bzw. NX4378-5G. Wählen Sie dieses Netzwerk aus, verbinden Sie sich damit und geben Sie das Standardpasswort 123456678 ein. In diesem Beispiel wurde ein Mac verwendet. Unter Windows finden Sie die Drahtlosnetzwerke unten rechts neben der Uhr auf dem WLAN-Symbol. Danach wählen Sie ebenfalls das WLAN mit dem besagten Namen aus und klicken auf Verbinden. Sobald Sie sich erfolgreich mit dem Netzwerk des Repeaters verbunden haben, öffnen Sie einen Browser, beispielsweise den Internet Explorer, Safari, Firefox oder wie im Beispiel gezeigt Google Chrome. Da der Repeater noch nicht eingerichtet wurde, ist die Meldung über die fehlende Netzwerkverbindung normal. Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse Ihres Repeaters ein. 192.168.10.1 und drücken Sie Enter. Melden Sie sich anschließend in der Benutzeroberfläche des Repeaters an. Geben Sie dazu den Benutzernamen Admin und das Passwort Admin ein und klicken Sie danach auf Anmelden. Warten Sie, bis die Benutzeroberfläche vollständig geladen wurde. Klicken Sie danach auf Repeater Assistent oben links. Ein Fenster mit allen in der Umgebung gefundenen WLAN-Netzwerken wird angezeigt. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, dessen Reichweite Sie vergrößern möchten, aus, indem Sie in der Spalte Auswahl darauf klicken. Geben Sie im Feld Schlüssel das Passwort Ihres bereits bestehenden WLAN-Netzwerkes ein. Der Name des Repeater-Netzwerks wird daraufhin automatisch generiert. Er besteht standardmäßig aus dem Namen des ausgewählten Netzwerkes und den Endungen -2,4GEXT für das 2,4 GHz Netzwerk bzw. -5GEXT für das 5 GHz WLAN. Dieser Name kann beliebig verändert werden. Klicken Sie abschließend unten rechts auf die Schaltfläche Speichern. Der Repeater startet sich daraufhin neu und nimmt die von Ihnen getätigten Einstellungen vor. Öffnen Sie nach dem Neustart des Repeaters erneut das WLAN-Menü Ihres Gerätes und verbinden Sie sich mit dem neuen WLAN-Netzwerk, welches der Repeater erstellt hat. Der Name davon lautet nun wie Ihr altes Netzwerk mit der Endung 2,4GEXT bzw. 5GEXT. Der Sicherheitsschlüssel zu diesem Netzwerk ist identisch mit dem Sicherheitsschlüssel Ihres bisherigen WLAN-Netzwerkes. Öffnen Sie nach dem Herstellen der Verbindung erneut Ihren Browser und tippen Sie in die Adresszeile ap.setup ein, um das Konfigurationsmenü des Repeaters erneut aufzurufen. Verwenden Sie erneut den Benutzernamen und das Passwort Admin und klicken Sie danach auf Anmelden, um zur Benutzeroberfläche des Repeaters zu gelangen.
Klicken Sie in der blauen Box unten links auf den obersten Eintrag Passworteinstellungen, um den Benutzernamen und das Passwort des Repeaters für zukünftige Anmeldungen zu ändern und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Tragen Sie im obersten Feld einen beliebigen neuen Benutzernamen ein. Im Feld Neues Passwort und Passwort bestätigen tragen Sie bitte zweimal ein identisches Passwort ein. Notieren Sie sich die Daten an einem sicheren Ort. Durch Klicken der Schaltfläche Speichern meldet sich der Repeater von der Konfigurationsoberfläche ab. Für zukünftige Konfigurationsänderungen benötigen Sie dann den Benutzernamen und Ihr individuelles Passwort, welches Sie soeben vergeben haben. Die Konfiguration des Repeaters ist damit abgeschlossen. Der Internetzugriff funktioniert nun auch über das WLAN-Netzwerk des Repeaters wie gewohnt.